Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und ein Video in einem Format, das kennt ihr gar nicht, nämlich in einem etwas privateren Kreis, in einem Vlog. Bedeutet für mich, ich muss gar nicht viel vorbereiten, ich habe hier mein Ringlicht an und habe meine Kamera vor meinem Gesicht und rede einfach mit euch. Und ihr habt natürlich dann nicht vielleicht eine gute Auflösung und ihr seht ja, meine Hand zittert so ein bisschen. Aber ich hatte jetzt so viel um die Ohren und ich dachte mir, wir probieren es einfach mal, wie ihr so einen Vlog findet, denn viele von euch haben mich ja tatsächlich gefragt, ob ich denn nicht mal einen Vlog mache. Und ich dachte mir, ja, okay, warum nicht? Und Leute, etwas ganz Besonderes. Dieses Video ist nämlich mein 100. Video. Und jetzt könnte man meinen, dass mein 100. Video besonders krass sein soll. Und ich dachte mir so, nein. Dieses 100. Video soll euch einfach mich ganz natürlich zeigen, so wie ich halt jetzt so chille. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Mir ist es halt wichtig, dass ich mit euch gemeinsam mein 100. Video feiere. Und ihr habt nämlich die Möglichkeit, eine ganz große Überraschungsbox zu gewinnen. Diese Überraschungsbox könnt ihr gewinnen, wenn ihr hier in diesem Video kleine Sterne zählt, die nicht so klein sind, dass man sie nicht sieht. Also ich werde darauf achten, dass man sie definitiv sieht. Und diese Anzahl der Sterne könnt ihr mir dann bei Instagram schicken. Und ich lose dann nach 14 Tagen aus, wer gewonnen hat. Wichtig ist für dieses Gewinnspiel, ihr müsst natürlich Abonnent meines Kanals sein. Wenn du das jetzt noch nicht getan hast, dann erstmal schäm dich. Kannst du aber hier unten tun, einfach auf Abonnieren klicken, die kleine Glocke aktivieren und dann verpasst du kein Video mehr. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video und vielleicht findet der ein oder andere so heraus, was ich derzeit beruflich mache. Ja, ja, viele von euch haben bei Instagram schon gerätselt und schaut euch das Video an. Ich wünsche euch viel Spaß und los. Viele von euch, die aktuell meinen Blog verfolgen, haben ja mitbekommen, dass ich jetzt einen neuen Arbeitgeber habe und dass ich über meinen alten Arbeitgeber leider nicht so gute Erfahrungen gesammelt habe. Die ganze Geschichte war natürlich etwas umfangreicher, als wenn ich jetzt nur sage, dass der Arbeitgeber nicht so gut war. Ich habe quasi 8 Jahre in einer relativ großen Firma als Führungskraft gearbeitet und leider hatte ich einen Geschäftsführer, der alles andere als... Na, wie kann ich das am besten sagen? Jede Firma sollte eigentlich ein gewisses Qualitätsmanagement haben und der Geschäftsführer hat darauf gar keinen Wert gelegt. Und wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, ein jeder Geschäftsführer bzw. jeder Chef ist einfach eine Vorbildfunktion. Ja, und mein alter Chef hatte halt dieses gar nicht gehabt. Und es war halt so schlimm, dass die Mitarbeiter halt auch einfach extrem schlecht über ihn geredet haben und er einfach, ja, wie soll ich das formulieren? Er hat einfach die Leute ausgebeutet, ne? Und hat sich halt charakterlich auch wirklich falsch ihm gegenüber verhalten. Jetzt ist es halt so, dass ich einen neuen Job habe, in dem ich total zufrieden bin und ich endlich erlebe, was es heißt, ein funktionierendes Personalmanagement zu haben und dass die Kollegen halt einfach dankbar sind, einen Job zu haben, ja. Und das macht mir meine Arbeit aktuell wirklich sehr, sehr schön. Zusätzlich wisst ihr ja, dass ich 3-mal die Woche Videos hochlade, was auch gar nicht so weit zu unterschätzen ist. Also für ein Video brauche ich relativ lange. Ein Video zu filmen geht vielleicht in 20 Minuten, aber dieses denn zu schneiden, Thumbnail zu bearbeiten, wer nicht weiß, was ein Thumbnail ist, sind diese Hintergrundbilder für das Video. Das ist halt wirklich relativ viel Zeugs, was du halt einfach machen musst. Und das sind halt alles wirklich ganz, ganz viele Sachen, die hinter so einem Video stecken. Und für ein Video könnt ihr euch so vorstellen, brauche ich so 3 Stunden. Das heißt, bei 3 Videos in der Woche bin ich mal ganz schnell bei 9 Stunden, was eigentlich fast schon ein Arbeitstag ist. Das heißt jetzt eigentlich ganz genau, wenn ich quasi 40 Stunden die Woche arbeite, zusätzlich noch 3 Videos mache, bin ich quasi schon bei einer Arbeitswoche von 50 Stunden, was schon relativ viel ist. Und das ist ja noch nicht alles. Wer aufmerksam meinen Instagram-Kanal verfolgt, weiß ja auch, dass ich nebenbei noch als Autor beschäftigt bin und auch noch Geschichten schreibe, beziehungsweise aktuell in einem ganz, ganz großen Buchprojekt arbeite, was auch sehr, sehr viel Zeit kostet und Inspiration. Also man sagt halt immer, dass man als Autor loslegen kann und musst ja ein bisschen recherchieren für das, was du schreibst. Und auch wenn ich mehr Fantasy-Romane beziehungsweise Science-Fiction schreibe, heißt das ja nicht automatisch, dass man ja nicht irgendein Wissen sich ausdenkt, sondern das muss ja so ein bisschen geprüft sein. Mal so nebenbei, es ist ganz schön anstrengend, 3 Minuten lang einfach mal seine Kamera ruhig zu halten. Und wenn man das alles so zusammenzieht, muss man auch an meine Partnerschaft denken, die natürlich auch Zeit kostet, die jetzt nicht Arbeit ist, aber die einfach auch Zeit kostet, ne? Also zusätzlich habe ich noch Haustiere und dann kommen wir halt wirklich auf eine richtig lange Arbeitszeit, wo ich mir einfach so denke, wow, wie kann man das denn alles schaffen? Und natürlich möchte man für euch auch die besten Videos erstellen und wirklich cooles Content liefern. Und bei mir ist es halt so, Freitag habe ich ja immer Night Talk. Und für die, die es mitbekommen haben, ist der Night Talk ein Format, was ja auch sehr viel Vorbereitung braucht. Weil ihr könnt mir dann quasi über Telonym oder direkt über Instagram private Dinge schicken zu Themen, die ich vorgebe, auf die ich dann quasi dann eingehe und euch dann auch versuche zu helfen. Ich kann ja vor der Kamera nicht einfach mir irgendwelche Dinge aussprechen. Also ich muss da schon mich so ein bisschen mit den Fragen beschäftigen. Und das ist halt schon... jetzt nicht anstrengend, aber verbraucht halt einfach auch Zeit.
sonntags mache ich dann quasi mein Gay Talk und da ist es halt auch wichtig, dass ich nicht irgendeinen Quatsch erzähle, wo die Leute halt sich wirklich dann persönlich angegriffen fühlen oder auf den Stips getreten fühlen. Zum Beispiel letztens habe ich das Video Verrückte Fetische gemacht, ja, und da habe ich halt auch eine Nachricht zu bekommen, wo sich halt jemand auch so ein bisschen, ja, gestört gefühlt hat darüber, dass ich mich darüber denn ja lustig gemacht habe. Und es geht nicht darum, dass ich mich in einem Video darüber lustig mache oder so. Aber ich habe ja in dem Video auch ganz klar gesagt, dass jeder Mensch seinen Fetisch haben darf und dass es halt nicht darum geht, sich darüber lustig zu machen, sondern einfach nur aufzuklären, dass es halt Fetische gibt und dass man dafür halt einfach auch nichts kann. Und letztendlich gibt es dann noch das Mittwochsformat, wo ich halt wirklich ein Random-Thema droppen kann. Und da kommt es halt immer so drauf an, worauf ich Lust habe, so, ja. Und heute war mir halt einfach danach wirklich einen ganz gewöhnlichen Vlog zu machen, wo ich halt einfach nur eine Lampe anmache, mein Handy hochhalte und einfach da rein euch erzähle, was so aktuell bei mir abgeht. Und wenn du jetzt sagst, okay, so ein Vlog ist gar nicht mal so schlecht, dann macht mal hier bei der Abstimmung bitte nach, ob ihr mehr solcher entspannten Vlogs haben wollt, wo wir uns einfach zusammensetzen, ein bisschen quatschen, oder ob ihr halt wieder Videos haben wollt, wo ich vor der Kamera direkt sitze und ja auch mehr zurechtgemacht bin und ja feste Themen habe. Ich persönlich finde es gerade so entspannt, einfach mal mit euch ganz locker zu reden, einfach euch zu erzählen, was so bei mir abgeht, ja. Es ist ja aktuell bei Instagram so ein ganz großes Rätsel, was macht denn Danny beruflich? Und in meinem neuen Job ist es halt Tatsache so, dass ich, ja, Menschen helfen kann. Ich helfe Menschen, die eventuell auf den falschen Weg gekommen sind oder sich komplett neu umorientieren wollen. Und denen helfe ich, mit denen gehe ich ins Gespräch und denen gebe ich dann Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und ich arbeite in einem etwas kleineren Team, habe mein eigenes Büro, wo ich dann quasi von morgens bis abends sitze und halt dann wirklich Gesprächstermine wahrnehme. Und diese Gesprächstermine kann man bei mir buchen und dann gehe ich halt quasi in die Beratung rein, so als kleinen Tipp, was ich denn eigentlich beruflich mache. Und die Menschen, mit denen ich da spreche, sind halt Menschen aus allen verschiedenen Lebenssituationen. Wenn du eine Vermutung hast, was ich denn für einen Job mache, schreib mir das mal in die Kommentare. Ansonsten muss ich euch sagen, diese Arbeit bei YouTube macht mir schon extrem viel Spaß. Also es ist halt einfach etwas völlig anderes. Es ist halt ein Hobby, wo ich natürlich selber eine Deadline habe, mittwochs 19 Uhr, sonntags 13 Uhr, wo ich halt meine Videos hochladen muss. Und es ist halt ein regelmäßiger Druck, den ich habe, ja. Aber es macht mir halt auch wirklich total viel Spaß einfach, weil, wie soll ich das sagen, ich durch diese Arbeit bei YouTube einfach die Möglichkeit habe, wirklich mit Menschen ins Gespräch zu gehen. Also ich rede mit euch und ihr könnt mir zuhören und kann halt wirklich ein bisschen was bewirken, ja. Und ich sag euch das ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video zum Thema Coming Out mache und ein junger Mensch oder auch ein älterer Mensch klickt auf dieses Video und ich habe ihm wirklich mit meinem Video einfach geholfen, dann habe ich alles richtig gemacht. Und letztendlich geht es ja auch genau darum, dass man mit YouTube einfach die Möglichkeit hat, mehrere Menschen zu erreichen. Und das ist halt aus meiner Sicht eine echt, echt coole Nummer. So, ich mache jetzt YouTube seit letztes Jahr August so richtig aktiv, ja, und habe jetzt quasi fast ein Jahr rum. Das ist jetzt, wie gesagt, das 100. Video. Und was soll ich euch sagen? Ich habe so viel gelernt durch YouTube. Allein natürlich die ganze Technik, die dahinter steckt, aber auch so die Hintergründe, was so bei YouTube wichtig ist, ja. Und wenn man mich jetzt fragt, was mich bei YouTube am meisten nervt, ist es halt schon die Antwort, dass ich das Gefühl habe, dass so die LGBT-Community so ein bisschen zu kurz kommt. Da geht es so ein bisschen um Monetarisierung der Videos, um Themen, die zensiert werden, Themen, wo YouTube halt nicht die Zeit hat, nachzuhaken. Also wenn ich jetzt ein Thema gay benenne, dann ist es halt so, dass YouTube liest gay und dann wird dieses Video in der Regel nicht monetarisiert. Bedeutet, ich würde daran kein Geld verdienen. Wer meinen Kanal aktuell verfolgt, weiß ja auch, dass ich kein Geld über direkte Werbung verdiene, die ich schalte, sondern ich so kleine Werbeeinblendungen hier unten habe, wo dann so Tipps stehen von mir, von Dingen, die ich selber habe, die ich selber nutze, wo ihr die dann quasi käuflich erwerben könnt bei Amazon. Und die Produkte kosten dann nicht mehr, die kosten dann genauso viel, wie wenn ihr nicht über den Link geht, nur dass ich halt daran dann so eine kleine, ja, Werbeprovision bekomme. So könnt ihr euch das vorstellen. Also es ist so meine Art, meine Videos zu monetarisieren. Ich fand das so ein bisschen persönlicher so von mir, also mit Tipps, die ich euch geben kann. Genau, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass YouTube eins meiner größten Hobbys ist, es macht mir eine Menge Spaß, definitiv, ist aber halt einfach sehr zeitintensiv. So. Und natürlich gibt es jetzt so die Leute, die sagen, naja, dann mach doch kein YouTube oder mach doch weniger Videos, aber irgendwie ist es mir halt wichtig, euch dieses Content zu liefern. So. Also ich will für euch schon 3 Videos die Woche einfach machen, weil, weiß ich nicht, ich kriege halt so tolles Feedback von euch und dieses Feedback gibt mir einfach dann wieder die Power zu sagen, ich mache weiter, ich mache mehr Videos für euch, ja. Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr so kleine Ideen habt, was ich eigentlich beruflich mache, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise mir direkt bei Instagram schreiben. Ich würde mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst.
Das kannst du hier unten tun, einfach auf Abonnieren klicken und die kleine Glocke aktivieren. Dann wirst du sogar benachrichtigt, wenn es von mir neue Videos gibt. Und wenn du diesen kleinen Vlog magst, dann einfach mal hier oben bitte mit abstimmen und dann mache ich vielleicht öfter so eine Videos. Also für mich ist es total entspannt. Ich weiß nicht, ob ihr es gut oder nicht so gut findet. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, haut rein und tschüss!